Ja, wir haben heute leider die bittere Oberliga-Realität erlebt gegen einen sehr gut organisierten Gegner, der sehr präsent verteidigt hat, der uns das Leben von der ersten Minute an unheimlich schwer gemacht hat, weil es nicht nur ums Verteidigen, sondern vor allen Dingen um ein gutes Konterspiel ging. Ja, und wir unterm Strich dann 4 Gegentore bekommen, die entweder aus Standardsituationen oder aus Konterspiel resultieren, sodass wir nachher mit 2 geschossenen und 4 erhaltenen Gegentoren ja auch zu Recht dann dieses Spiel verlieren. Irgendwo ist es das, was wir uns oder was wir kennen aus der Oberliga, was wir an Gegnerpräsenz kennen und uns vorstellen, wo wir wissen, dass wir Lösungen finden müssen, dass wir einfach nicht einfach Bälle verlieren dürfen, dass wir diese Kontersituation gar nicht erst haben dürfen. Aber irgendwo muss man auch anerkennen, dass der Gegner das sehr gut gemacht hat und ja, völlig verdient auch 4 Tore schießt, was letztlich das Ergebnis für uns natürlich sehr, sehr unzufriedenstellend darstellt. Aber so ist es, da müssen wir durch und Mittwoch geht es weiter. Das ist jetzt recht fix gegen MSV Duisburg U23 und da wollen wir definitiv effektiver spielen und ein besseres Ergebnis erzielen. Also ich glaube, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, denke ich, haben wir das Spiel schon verdient gewonnen. Ja, wir sind durch ein sehr, sehr schönes Tor im Rückstand geraten, was vielleicht sogar heute der ausschlaggebende Punkt war. Ja, wir sind danach sofort wiedergekommen, ja, was bei so einer jungen Mannschaft auch nicht so selbstverständlich ist und haben uns dann reingekämpft, aber auch reingespielt. Und von daher denke ich schon, wenn wir nach der Halbzeit die ein oder andere Konterchance noch besser herausspielen, ja, dann ist das Spiel vielleicht sogar schon eher entschieden. Ja, und dann jetzt nachher nochmal eng gegen Elfmeter, aber im Großen und Ganzen sind wir natürlich heute happy und nehmen die Punkte natürlich oder halten die Punkte gerne hier.